ich habe ein Repair-Kit bekommen gerade. Oh, das ist geil. Als Endkampf. Ach ne, da kannst du deine kaputten Klamotten machen, wa? Mhm. Ich habe übrigens, ich hab eine Waffe gefunden, ja, so eine TOZ, ne? TOZ? Ja, die würde ich reparieren und benutzen, die ist nämlich echt gut. Die ist jetzt schon unrepariert besser wie meine Mosin. In allen Belangen, bis auf Waffenrückstoß, ist die in allen Belangen besser. Naja, die hau ich gleich rein. Ich guck mal wegen der Munition, was ist worden. Ist das dieselbe Muni? Nee. 76251. Patronen. Im Laden kaufen. 7. Es gibt es überhaupt hier. 76251. 1000 Schuss. Müssten eigentlich das mal reichen. Ui, das wird teuer. Ja, ich denke mal 150 Schuss reichen erstmal, oder? Ja, die wirst du jetzt so schnell nicht verbrauchen. Was haben wir denn jetzt hier? Der hat gesehen in der Map, ich habe gerade 40 Schuss verbraucht gerade mal, also so 5 Runden kommst du mit locker hin. Wie sieht's denn überhaupt aus mit Verbesserungen? Hast du da mal geguckt auf der Knarre? Verbesserung? Ja, man kann irgendwie upgraden, dann muss man irgendwie ein anderes Item da rein tun und dann kann irgendwie passieren, dass es besser wird, aber so richtig habe ich auch vielleicht nicht verstanden. Mit Artefakten oder was, dass du bitte kombinieren kannst. Das kann natürlich sein. Warum kann ich denn jetzt? Hä, wo ist denn jetzt die Knarre? Knarre? Jetzt ist die Knarre weg. Wo ist denn der Karabiner jetzt hin? Bin ich denn besoffen oder was? Hier ist er doch. Okay, wunderbar. Ein Repair Kit, du kannst ein Repair Kit kaufen, ne? Ja, aber die kosten halt was. Oh, hier Hauptfeldwebel, ne? So eine RPD ist natürlich was ganz Feines. Oder so eine RPK. Oh, das ist doch genau meine Waffe. Da wird's direkt mal hier. Ja, gleich mal die Gebäude um eine Etage tiefer setzen. Was haben wir denn hier? Boah. Verbesserung, hast du doch was? Was ist das hier? Finder. Ah, hier mit Gold kannst du Tornensets holen und so ein Scheiß. 50 Gold kostet eine Repair-Ausrüstung. 50 Goldborn. Naja. Wir meinen es aber nicht verkaufen. Also kann ich schon, aber es bringt halt nichts. Es gibt nur 3000 Rubel. Ja, wenn wir heute Feierabend machen, dann lass ich die Waffe reparieren. Jetzt guck ich nochmal wegen Helm. Warte mal, was. Helm. Ach, den krieg ich noch nicht. Nee, das dauert. Ich hatte auch Glück, dass ich meinen gefunden habe in einem Match und nicht gekauft. Bikerhelm. Habe ich jetzt überhaupt eigentlich? Nee, du kriegst den Mounting Helmet. Ach hier, ich kann die Weste noch kurven von dem Set, sehe ich gerade. Das werde ich glaube ich mal machen. Ich habe ja noch die alte Lederweste. Du hast da auch die chemieschützende Jacke, oder? Ne, ich habe irgend so eine Diebesjacke oder sowas. Eine Diebesjacke? Ich kaufe jetzt hier die chemieschützende Jacke, da hab ich gleich noch für ein Artefakt was. Wie sieht das aus? Siehst du ja? Guck, wie ich jetzt aussehe. Jetzt habe ich 2 Artefaktbehälter. Das ist natürlich cool, jetzt müsste ich bloß mal noch ein Artefakt finden. Ja, ne? Also Bandagen habe ich keine mehr, habe ich gerade verbraucht, sehe ich gerade. Hä, wir haben doch gerade gewonnen, warum ist denn hier der rechts der
der Siegesfortschritt für heute weggegangen? Weiß nicht. Spiele jeden Tag und du kriegst doppelte Erfahrung und was kriegt man noch? Für die ersten 3 Siege, ja. Was geht irgendwie nicht voll? Wir hatten doch jetzt mindestens einen. Das war ja gerade die Runde. Da wundert's mich halt, aber naja. Naja. Na dann drück Play. Next round. Go. Oh, man hat einen Totenkopf auf dem Ärmel. Aha. Ui, was ist das? Ah, die kennen wir doch schon. Ach, die kennen wir doch schon. Ach, da hast du wieder einen Haufen Anomalien und Giftgas. Ja, da können wir mal gucken, ob wir da ein Artefakt finden. Da müssen wir mal links rum. Links? Nee, rechts war das doch, oder? Ja, rechts ist das ganze Schwefelgelümpel. Ach, hier ist jetzt diesmal auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Hier ist eh auf der anderen Seite. Ja, gucken wir mal. Guck mal hier rechts, da wo hier, wenn du jetzt auf die Karte guckst, rechts hast du doch die roten Nebelschwaden, siehst du das? Mhm. Da vielleicht, aber ist wieder heiße Zone. Ach nee, hier sind wir das letzte Mal gestartet. Ich bin jetzt mal rechts rum, ich guck jetzt mal. Kommst du gleich mit? Jo. Wo Bambi sind auch wieder dabei. Na Gott, die Gegner sind wieder ein Team alles. Alter, Mann, wie ich ihn wieder nicht höre. Ach nee, ich bin verreckt. Ach scheiße, ich dachte schon, ich hätte wieder einer gefaustet. Gefistet. Also hier liegt aber irgendwie nichts Artefaktmäßiges rum, ne? Alter, wieso ich da wieder schon wieder verreckt bin. Du merkst aber auch nicht, ne, dass der mal irgendwie hustet oder irgendwas. Das wäre, glaube ich, mal so eine richtige Maßnahme. Das wäre eigentlich meine erste Verbesserung. Ja, klar. Natürlich, husten. Nee, hier gerade der Guy. Ich hab Artefakt gefunden. Ich hab's ja gefunden. Wo ich bin, Flo. Oh scheiße, ich verreck hier drinne. Das schaff ich bestimmt nicht. Nee, das schaff ich nicht. Krieg ich nicht aufgehoben. Verreck ich drinne. Okay. Bevor das. Ich glaube, braucht man. Um das aufzuheben, braucht man glaube ich Klamotten mit Isolation anstatt mit Rüstung. Ja, da brauchst du wahrscheinlich Atemschutz. Oh scheiße. Guck ich, dass aber der dämliche Penner ist, der mich hier beschossen hat. Es ist doch nicht wahr. Ich sehe nur seinen Kopf, ich schieß ihn an, ich krieg einen Hitmark. Wo soll ich denn sonst hingeschossen haben, außer als auf dem Kopf? In der Dinko Orb geschossen, oh, oder wie? Fick dich doch mal, Alter. Ja, es ist schon mal zum Ausrasten. Das ist nicht sein Ernst! Kann er einfach mal sterben, bitte? Da kommt jetzt einer bei dir rein. Wo rein? Über dir.
angeschossen. Ah, es kommt ja zu mir. Voll auf dem Feld. Ich will mal. Ach scheiße, jetzt habe ich zu spät reagiert. Ich dachte mir, ich probiere mal den neuen Karabiner aus. Ach, verpiss dich mit deinen scheiß Nades, Alter, du bist doch ein Sack. Oh! Was los? Alter, wie er in dem Gang drin ist, sitzt das kleine freche Schwein. Und kämmt sich echt einen Arschwund, die Sau. Aber weißt du, was geil ist an dem Spiel? Das muss ich echt sagen. Du kannst fast überall hochklettern, ne? Mhm. Also, du musst nicht groß irgendwelche Jump-Kunststücke veranstalten, sondern einfach... Links unten bei dir kommt einer. Ich hab den schon gesehen, aber ich sehe den gerade nicht. Ja, der hat so einen roten Pulli an. Ich hab ihn schon erwischt, aber da hat mich noch ein anderer erledigt. Ein scheiß Rentierpulli, dieser Vollidiot. Oh schnell, wir müssen zu unseren Batterien hin. Ich glaube, da will einer klauen gehen. Da war einer. Ich glaube, wieder einmal ein Kill. Oh, da ist doch gerade meiner vorbeigelaufen. Oh. Meine Güte, ey. Alter, war das knapp. Jetzt müssen wir das wieder beruhigen. Wo den scheiß Hang runterrutscht. Kotzt mich an. Oh, jetzt Profil 2, neuer Karabiner. Ach du Scheiße. Ja, glaubt man, der ist gar nicht mehr so verkehrt. Aber das Visier ist natürlich gewöhnungsbedürftig, ne? Die. Ja, muss ich das mit einspielen. Geht das aber eigentlich ganz gut. Alter. Gut ist halt, du hast deine 5 Schuss, die lädst du sofort alle zusammen ein, also auf einmal nach. Ja, hab's gerade gemerkt. Da wollte mich gerade mein eigener schon wieder abschießen hier. Alter, wo hängt's denn jetzt? Wo hängt er denn jetzt hier? Luft.
Alter, das waren zwei volle Treffer, ey. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Zwei satte Treffer auf dem Hals oder irgendwo, wo das war. Der hat noch nicht mal Schaden genommen. Also diese Treffer-Symbol kam noch nicht mal, ey. Ich verstehe das nicht. Das ist dieselbe Netcode-Scheiße, wie es damals bei Battlefield war, ey. Ich meine, gut, das ist hier eine Beta, aber trotzdem. Das nervt. Wobei ich mir hier sogar noch vorstellen könnte, dass das eher noch gewollt ist. Und am Anfang halt noch die Scheißwaffen hat, die nicht treffen. Oh Mann. Naja gut. Das ist eine Drecksmap hier, da kann ich nicht. Muss doch. Ich muss auf Machine Gun bleiben. Das ist scheiße hier. Das sind zu viele Hügel und Gemäre, das ist alles Rotz. Aber das Ding geht gut ab. Da muss ich mal. Nur wieder mal eine ordentliche Map haben dafür. Alles, was auch noch fehlt, ist es hinlegen. Ja, ja gut, aber dann wär's wieder zu taktisch, das wollen sie ja nicht. Ja, aber manchmal so, wenn du so. Oh, Alter, aber der kämpft sich hier unter Hackenwund. Das gibt's doch gar nicht. Bei diesem scheiß Panzer, wo ich hier die ganze Zeit bin, das hockt ja die ganze Zeit jetzt am Wort, dass ich komme, dieses dumme Schwein. Ich falle aber jedes Mal wieder drauf rein, ne? Also, gut. Das ist jetzt mein Ding, aber. Ja, gerade zum Beispiel, ich sitze die ganze Zeit hinter so einem Kasten von Sandsäcken. Und wenn ich mich drücke, sieht man meinen Kopf aber immer noch. Mensch. Ja, ich spiel's mal aus. Ach, hier ist ja direkt einer beim Spawn. Oh, links, sagst du, links. Ich glaube, der geht jetzt in den Batterien. Ein Wichser! Ha! Headshot! Arschloch! Ja! Ich hab ihn vorher gefistet, Alter! Es gibt's nicht! Blöd, der ist fast tot. Ja, ich hab's gemerkt. Da war schon wieder einer von unseren, der nichts getan hat. Ja, du Hurensohn, bring doch wenigstens die Batterie weg, wenn du es schon sonst nichts kannst. Liegt die da immer noch rum? Aber würde schon gerne mal den Revolver ausprobieren. Oh. Ich war gerade am Hochklettern. Kommt er noch von hinten, hackt mir. Haut mir seine scheiß Knarre über den Kopf. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn der Wichser jetzt? Der Deutsche oder was? Grafikfehler. Komm, steck das Köpfchen raus. Wo ist er denn jetzt, du dumme Sau?
Ah Gott. Hilfe, Hilfe. Was Hilfe, Flo? Was ich gemacht in der Richtung? Ja, ich hab hier einen Sniper am unserem Spawn. Wo denn? Ja, gut, dass mich mein eigener umbringt. Mann, was ist denn das? Rechts oben, Flo, da muss er noch sein. Ja, ich war gerade tot. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn schon wieder gehittet. Meine Faust hing in seiner Fresse drin. Scheiße. Oh, okay. Das Ende ist auch immer genial. Ja, zack. Da ist es, dein Scheiß. Oh, ich hab noch ein Repair-Kit bekommen. Wieso kriegst du denn immer sowas? Ich hab gerade eine Lederhosen gekriegt. Ah, Lederhosen sind auch schön. Für Sniper oder was? Ne, Regeneration plus 8%. Bewegungsgeschwindigkeit plus 1%. Freedom, du bist schon der beste Schütze. Guck mal wieder. So selten. Das ist wirklich so selten. Aber guck mal, ich habe 60 Schüsse diesmal gebraucht für 17 Kills. Eben hatte ich mit 42 Schüssen 19 Kills. Da sieht man einfach wieder. Naja, ich sag mal, Fazit zum Spiel. Da müssen sie noch einiges tun. So macht's ja Laune, aber es sind viel zu viele Frustmomente drin im Moment. Es fängt beim Aim an. Und hört bei den Cheatern auf, na gut, ich meine. Gegen die Cheater machen die jetzt eh nichts. In der Version 0.6. Nö, du kannst zwar reporten, aber es bringt einem ja nichts, weil du machst ja einfach einen neuen Account gerade. Ja, nee. Ich meine, so über der Sache ist nicht schlecht. Mal gucken, wenn es dann mal weitergeht hier mit Zwarium. Soll ja dies schon noch erscheinen. Bin ja mal gespannt auf die Open World Geschichte. Ich meine, die PvP Sachen ist immer mal eine schöne Abwechslung, weißt du, wo man vielleicht den Charbel pushen kann. Aber ansonsten von der Grundsache hat es ja Spaß gemacht. Was ist das so vom Spielprinzip her? Um was geht's so? Kennst du Stalker? Nee, noch nie gespielt. Naja, wie DayZ halt. Okay. Bloß halt, dass du keine Zombies hast, sondern... Also jetzt, ich denke mal in der Open-World-Geschichte, dass du halt anstatt Zombies hast du halt zum Großteil Mutanten. Okay. Halt irgendwelche, weil da geht's halt nicht drum, da geht's nicht um irgendeine biologische Sache, sondern eine nukleare Sache. Also es ist alles atomar verseucht. Mhm. Du bist halt in einer postapokalyptischen Atmosphäre, aber halt auf Nuklearbasis. Das heißt, hast dann halt irgendwelche entstellten Viecher und Mutanten und so ein Viehzeug. Okay. Aber auch Permadeath und so, oder? Das denke ich mal schon, ja. Also jetzt in der Open, also wenn du jetzt im MMO-Bereich, du hast ja jetzt aber auch dann auch PvP-Areale, wo du jetzt halt, sag mal, also momentan spielt sich's wie Call of Duty. Das erste Call of Duty so ungefähr, weißt du? Okay. Also relativ unkomplizierter Shooter ohne große taktische Elemente. Das kommt wahrscheinlich alles erstmal noch später. Aber eher MMO-lastig. Oder wie? Also die Beta, die Beta, die wir jetzt hier an den zwei Armen getestet haben, das sind halt nur ein Teil der PvP-Areale, die freigeschalten haben. Mhm. Die Open World ist alles noch nicht. Aber so ja, ich sag mal, ist genau andersrum wie bei DayZ. Ja. Mhm. Bei DayZ, da war so zuerst das Open World und alles und halt, sag ich mal, die Spielelemente waren noch nicht so ausgereift und da ist es jetzt genau andersrum, dass der Kampf ist auf jeden Fall schon ganz gut, perfekt noch lange nicht, aber und dafür fehlt halt das Open World, ist halt genau andersrum. Mhm. Ja.
das kommt dann halt später mit dazu. Das Schöne ist aber halt hier... Du hast schon relativ viele Charakterausbauelemente, dadurch, dass du halt alles anpassen kannst. Ich sag mal, das Menü ist ähnlich wie bei DayZ. Also jetzt ist dein Inventar und alles und die, dein Charakter. Hast halt die Möglichkeit, jedes Item im Grunde zu modifizieren und alles. Hast halt, die Währung ist Rubel, weil es ist ja bei den Russen. Also es startet ja bei den Russen im Grunde. Kannst jede Waffe modifizieren. Ja, du kannst auch deinen Charakter entwickeln. Du hast so ein bisschen wie bei einem ML. Wie bei einem Roleplay-Teil hast du so ein paar Charakterpunkte pro Charakterlevel. Du kannst dich einer Fraktion, sag ich mal, anschließen. Wobei die Fraktionen nicht gegeneinander spielen, sondern einfach nur deine Zugehörigkeit sozusagen. Ja, das ist halt das, wie gesagt, wenn du Stalker nicht kennst. Bei Stalker ist es ja auch so, hast du ja auch immer in jedem Spiel, hast du ja immer irgendwelche Fraktionen, die dich anschließen kannst. Machst du ja dann zwar die anderen Fraktionen zum Feind, aber das ist ja wurscht in dem Moment. Ja, und hier, also je nachdem, welche Fraktion du halt hast, also Axel und ich sind zum Beispiel bei den Scavengers, die haben dann so Sniper eher oder so Stealth-Elemente. Die Black Markets, das sind zum Beispiel die Draufgänger, die haben dann so AKs direkt und so. Eher so Nahkampf, Close Quarter. Ja, also banditenmäßig, weißt du. So sind dann auch deine Aufträge, also von denen kriegst du auch Aufträge für die Spiele. Okay, okay. Zum Beispiel Genauigkeit über 20% im Spiel oder unbemerkt eine Batterie klauen oder sowas. Im Moment ist es aber noch so, du kannst aber auch zwischen den Fraktionen noch wechseln. Ja. Das wird auch bleiben. Wäre sinnlos, wenn du jedes Mal den kompletten Fortschritt davon verlieren würdest. Es ist im Grunde, also vom MMO-Bereich, der wird dann ähnlich wie DayZ ablaufen. Nur halt im Stalker-Stil. Also wie gesagt, das ist ein unwiderruflich oder unverkennbarer Stil. Alleine von der Optik her. Nee, ich schau mal kurz das Video an, ja. Das, also die Optik schaut schon cool aus eigentlich. Also. Setting finde ich cool. Ja. Und wie gesagt, du hast halt noch mehr Sachen. Du hast halt Rollenspiel-Elemente drinnen mit dem, also quasi mehrere Talentbäume, die du skillen kannst. Also ob du jetzt Sniper bist, ob du Mediziner bist, ob du jetzt Sturmsoldat bist oder und so weiter und so weiter, kannst du halt deinen Charakter skillen. Yeah. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit, was hier levelst halt richtig, ne? Hast halt Stufen, kriegst halt für jeden. Okay, aber das ist schon ein krasser Unterschied zum DC. Ja, also ich sag's mal so, ich denke mal, es ist vergleichbar mit Division. Also das, was sie mit Division vorhaben, das... Das ist also sag mal, Division kommt von Amis und Sovarium kommt von Russen. Also ich denke mal, die zwei Spiele werden wahrscheinlich auf jeden Fall in Konkurrenz stehen. Wobei bei Division ist es ja so, da steht ja noch nicht fest, auf welcher Basis das Ganze läuft. Ob das jetzt... Also Free-to-Play soll es angeblich nicht werden. Es ist halt die Frage, jetzt wirst du es halt wahrscheinlich eh mal kaufen und dann halt mit Mikrotransaktionen. Das hast du ja hier auch. Du kannst ja auch hier Goldbomben kaufen für echt Geld. Wobei, das braucht man aber nicht. Also ich hab's. Kannst halt ein paar Sachen beschleunigen, hab ich gesehen. Ja, beschleunigen schon, aber ich fand jetzt nicht so, dass man jetzt gerade. Also, okay, für einen Clan die 250.000 Rubel, das ist schon was, das ist schon klar. Wobei, ich habe jetzt, glaube ich, gerade fast 30.000. Du findest halt auch Items bei den Kämpfen, also ist jetzt nicht, dass du die unbedingt kaufen musst. Das ist halt blödest, dass du halt die Munition kaufen musst und halt die ganzen Klamotten und so alles jedes Mal reparieren musst. Ja gut, das war aber bei Stalker ja auch immer so, da musst du ja auch immer... Nein, es ist zwar realistisch, aber im Endeffekt ist es nicht mehr, wenn man jetzt mal viel auf Auto-Repair und Auto-Buy für Munition stellt, ist es nicht mehr, als dass an jedem Rundenende sozusagen noch ein bisschen von deinem Geld dann abgezweigt wird dafür. Du verlierst dann halt dadurch im Endeffekt jede Runde irgendwie so 500 Rubel. Kriegst halt statt 2.500 Rubel pro Runde nur 2.000. Hätte man einfach weglassen können und dafür halt weniger Geld geben oder so. Naja, aber von der Grundsache her ist schon kein schlechtes Spiel. Wie gesagt, wer Stalker kennt, es ist halt quasi der fehlende Multiplayer, den es damals bei den ganzen Stalker-Teilen nie gab. Es ist genauso, es fühlt sich genauso auch vom Feeling her, wenn du jetzt, es fühlt sich ganz anders an, wenn du jetzt im Zweikampf bist, also es ist mehr Shooter. Die Kämpfe sind mehr Shooter. Also wenn du jetzt DayZ nimmst oder so, das ist alles ein bisschen träge dort, weißt du? Ja.
Das wenn du da mal eine Waffe rausgeholt hast, Es ist halt relativ, bei Sovarium ist es halt relativ schnell. Obwohl sich ja, auch immer wieder ankotzt, dass jedes Mal, wenn du gerade im Nachladen bist, er um die Ecke kommt und dich über den Haufen schießt. Das ist jedes Mal dasselbe. Mhm. Aber der Kampf an sich ist nicht so träge, der ist halt schön schnell und spritzig. Ja. Ne? Und ja, wie gesagt, wahrscheinlich auch dann so, dass es ziemlich knackig wird dann. Du musst dann halt sehen, wie es dann halt im MMO-Bereich, also in dieser Open-World-Geschichte wird, wenn du dann halt in der freien Landschaft unterwegs bist und halt, es wird wie Stalker sein. Also ich denke mal, du wirst wohl auf Artefaktjagd gehen, musst halt Artefakte fangen, Artefakte finden. Die Artefakte haben verschiedene Fähigkeiten, die entweder dein Charakter hochpushen. Ja, das gibt's also jetzt schon ein bisschen. Ja. Oder du verkaufst sie dann halt, du kannst sie auch verkaufen. Ja, also es gibt auch so, also es gibt halt einmal halt die Ausrüstung, die halt einfach nur Rüstung hat. Also kriegst dann weniger Schaden, denke ich mal. Und es gibt Ausrüstung, die hat schon Isolierung. Da kannst du dann besser in diese verseuchten Bereiche reingehen. Gerade wenn du jetzt in diese radioaktiven, verseuchte Kacke kommst, da brauchst du dann die richtige Schutzausrüstung dafür. Ist ja Atemschutzmaske, Sauerstoff, Tanks und all so ein Scheiß. Okay. Das gibt ja alles. Wie gesagt, das ist halt dieser Anteil, der von den Stalker-Leuten dann kam, denke ich mal. Das ist halt Stalker Online, das ist die beste Beschreibung. Wer das nicht gespielt hat, hat auf jeden Fall was verpasst. Stalker Singleplayer oder? Stalker ist reiner Singleplayer, ja. Okay. Aber sollte man mal gespielt haben, oder wie? Also wer auf jeden Fall auf diese postapokalyptischen Spiele steht wie Fallout oder. Okay. Ich weiß nicht, Metro zum Beispiel ist auch ein cooler Vergleich. Ich weiß nicht, ob du Metro kennst. Ja, aber auch nicht gespielt, also. Ja, Metro, das ist halt alles von denselben Entwicklern, weißt du wie? Metro, okay. Stalker, das sind Bücher alles... sind gut. Hä? Metro-Bücher sind gut, wo das Spiel herkommt. Ja, also da, wie gesagt, das sind alles... Und das ist halt im Grunde der Multiplayer davon, ne? Von Metro oder von Stalker, das ist... Okay. Das ja, macht schon Laune. Ich denke, wie gesagt, dadurch, dass es Free-to-Play ist, ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Ich meine, die Beta hat schon ihre, die hat schon ihre Macken, das hat man auch gemerkt, an manchen vielen Stellen, dass du halt, du schießt auf die Leute und es passiert nichts, ne? Du schießt genau volle Körpertreffer und du kriegst keine Schadensanzeige von denen, passiert nichts. Oder dass halt durch die Wände geschossen wird oder halt die Cheater und Hacker unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz hat das jetzt an den zwei Abenden schon Laune gemacht und macht auf jeden Fall Lust auf mehr, sag ich mal. Also es ist auf jeden Fall das Interesse geweckt, wenn dann das Ding released oder nochmal eine Beta kommt im Open-World-Bereich. Jo. Würde mich halt mal interessieren, wie weit das halt weitergeht, ne? Gerade im Open-World, wie da die Gefechte dann ablaufen, ob das genauso spritzig und knackig abläuft, wie das jetzt in dem PvP-Areal. Ich meine, die PvP-Areale sind ja gut. Du kannst halt, es wird wahrscheinlich zwei so gespaltene Lager geben. Es gibt immer für die Rollenspiel-Leute diese Außenareale geben halt, wo du halt dich frei bewegen kannst, ne, wie bei DayZ. Und für die PvP-Leute gibt es halt diese PvP-Areale, was wir jetzt halt gerade getestet haben, wo du halt abgegrenzte Bereich hast, weißt du, eine abgegrenzte Karte. Ich sag mal so von der Größe her wie bei Call of Duty. Ich denke mal, die Größe wird so ungefähr hinkommen. Weil das sind ja die Karten auch relativ klein. Ja. Und so in der Größe halt hast du dann halt ein Areal und hast halt immer halt, wie gesagt, Capture the Flag, wo du halt Batterien einsammeln musst oder vom Gegner klauen musst. Und da gibt's halt das reine Team Deathmatch. Und dann wird's halt noch sein, wenn ich hier sehe, Clan-Kämpfe halt. Also Clan versus Clan-Übungskampf, was haben wir ja noch? Und freies Spiel. Aber das klingt ja eh ganz, ganz sympathisch. Also auch wie es ausschaut, eigentlich ganz cool und so. Ja, ich meine, es ist nicht groß, 2,5 GB, noch läuft die Beta, kannst du ja auch nochmal runterladen. Du kannst ja nochmal reingucken mit, also wie gesagt, wir können nur nochmal eine Runde machen, wenn das lad's runter, Fabi. Ja, das ist jetzt natürlich, also wenn du jetzt anfängst, darfst du locker bis morgen früh. Ja, laden. Das Problem ist ja, der Launcher lässt irgendwie nicht richtig zu, dadurch, dass es von Russen rüben kommt. Die Server sind da glaube ich bloß auf 500 Kilobytes begrenzt, keine Ahnung. Ja, dann fange ich mal in der Nacht zum Laden an oder so. Also ich hab's auch über Nacht geladen, also das reicht 2,5 GB, 3 Stunden. Dafür geladen. Ja. Aber es macht schon Laune, du kannst deinen Charakter ordentlich ausrüsten, es ist nicht übertrieben futuristisch. Es ist schon alles so
auch die Waffenstats, die haben versucht, ich habe das gelesen gehabt, die hatten versucht auch jetzt bei diesen du hast ja auf jeder Waffe hast ja Stats, ja Schaden, Panzerschutz, Geschwindigkeit des Ziels, anhaltende Kraft, Dispersion, Distanz, Rate, Geschwind, alles. Das haben die alles relativ originalgetreu alles gehalten. Hm. Jetzt schreibt der Schelle gerade LOL zurück, weil ich gefragt habe, was los ist und ich glaube ich. Also ich sag mal Fazit, es muss noch viel gemacht werden, aber es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Das ist mein Fazit zur Open Beta von Solarium. Flo, wie sieht's bei dir aus? Dein Fazit? Ja, kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn es dann noch weiter ist. Genau, so denke ich. Es ist ja ein Free-to-Play, also die Beta war jetzt natürlich umsonst, ist ja klar, aber auch das Spiel selbst wird Free-to-Play und dafür hat man selbst jetzt schon in der Beta relativ viel schon machen können. Mhm. Ja. Auch waffentechnisch, also ich hatte ja gedacht, das wird ganz schön begrenzt, aber ich sage mal, wenn du richtig Zeit investierst, auch in die Beta, hast du schon ein relativ großes Arsenal, ne? Sag mal, selbst jetzt kann man locker 20, 30 Stunden jetzt schon spielen und hat noch nicht alles gemacht. Waren auch jetzt schon relativ viele Maps da, also... Ja, unendlich viele Möglichkeiten, wenn ich das jetzt mal so gucke, also... Panzerung, das ist ja Wahnsinn, du kannst ja hier als laufender Panzer, wenn ich das so sehe, ne? Wenn ich hier, guck mal, hast du mal geguckt hier, Ausrüstung, hier den Helm... Ja, ich hab schon gesehen, richtig UM4, viel Armor. Oder? Ne? Rüstung 75, 6 Kilo der Helm. Na, da musst du aber auch einskillen, dass du mehr tragen kannst, sonst bringt das nichts. 105.000 Rubel, Alter. Ja, bei der dicke MG, dann siehst du da wieder, wie bei Fallout, die Ear Brotherhood-Typen aus. Läuft da ballert nee, alles ab. Ja. Ja, gut, alles klar, ich mach an der Stelle mal, machen wir mal Ende und verabschieden uns von der Open Beta von Solarium. Macht's gut, Leute. Ciao.